Willkommen zurück zu Mario Kart Wii Online. Wir fahren ein Team Grand Prix und ich habe immer noch LP Mirai dabei. Jetzt mache ich dich fertig. Glaubst du? Wir sind in einem Team. Jetzt hab ich den Start verkackt. Ich auch. Und wir sind in einem Team. Das ist so ein bisschen blöd, finde ich, aber... Ich wollte eigentlich ins Gewinner-Team. Und das geht mit Mirai natürlich nicht. Oh! Was war das gerade? Nichts. Kannst du die Strecke? Ja. Ja, natürlich. Ich bin zwar gerade Letzter, aber... Ja, wobei ich den Start verkackt habe. Mist gebaut, aber das macht nichts. Das läuft noch. Hast du jetzt ein Kart? Wie angedroht? Ja. Was hast du genommen? Torbetto. Was? Torbetto kenne ich gar nicht. Ich kenne von den Karts überhaupt keine Namen. Das hast du wahrscheinlich gar nicht. Danke. Kann gut sein. Weil du es nicht durchgespielt hast. Ja, das kann gut sein. Welchen Charakter hast du? Funky Kong! Ah, dann geht's. Scheiße, jetzt knall ich gegen die Ecke. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich gegen diese Ecke knalle. Welche Ecke? Ihr seid da vorne! Kann ich dir jetzt leider nicht schwer erklären. Du meinst die Ecke vor der Kanone, ne? Genau! Ja. Clever. Okay, jetzt Blitz, komm schon. Geht doch. Naja. Machen wir. Gleich erstmal ganz fies blitzen. Oh, der war gut. Oh, das war jetzt. Nein, das kann ich nicht machen. War der wirklich gut? Ja, ich glaube, da sind welche runtergefallen. Ah, ich bin so toll. Auf jeden Fall. Phänomenal. Ah, ich bin so gut. Hey, Sven, geh weg da. Ich bin der einzige Sven hier. Hey, da ist ein Wallo. Direkt vor mir. Nein. Obwohl, passt schon. Wir sind ja in einem Team. In einem Team sehe ich das ja eigentlich recht entspannt, ne? Hauptsache, das Team gewinnt. Da ist mir mein Platz, also mein Platz ist mir eigentlich sowieso egal. Ich habe damit gelernt, dass ich sowieso nichts reißen kann, also von daher. Genau, Ali gewinnt eh für uns. Ja, da müssen wir mit rechnen. Ich bin vor dir. Nicht mehr lange, ich habe 3 Pins. Tschüss. Ich habe 3 rote Panzer. Ja, die können mich nicht treffen. Dieser Stern. Kann mich sowieso nicht treffen, ist mir also egal. Ja, ich werf die auf dich, irgendwie wird's schon gehen. Alles gut. Ja. Ja. Oh, ich liebe diese Strecke einfach. Ich liebe diese Strecke. Das ist die beste Strecke in diesem Spiel. Was? Wir sind schon in Runde 3? Oh Gott, ich bin so schnell. Was? Echt? Oh, hab ich auch nicht gemerkt. Und da wurde ich am Ende noch schön überholt. Von ein paar Leuten, netten Leuten. Ich fühle mich total sieht aber gut aus für uns. Krieg ich noch Punkte. Es sieht gut aus für uns. Daraus ist Elfter! 41-30, das ist schon okay. Und da sind wir wieder, Regenbogenboulevard, super. Hallihallo! Das wird fein, weil die habe ich geübt. Spiel die mal auf Spiegel, da ist die richtig schlimm. Ach, das geht. Das macht für mich keinen Unterschied, weil ich es auf beiden nicht kann. Also egal. Oh, da fährst du mit deinem Kart. Sieht witzig aus. Nee. Ach verdammt, jetzt habe ich kein Alter. Und ich spring. Nein, oh Gott, war das knapp. Ich spring neben die Strecke. Das ich wäre gerade beinahe von der Strecke runtergedriftet. Mach das nach. Das kann ich sehr gut. Das habe ich schon des Öfteren bewiesen, dass das für mich gar kein Problem ist. Ich bin, glaube ich, gerade nur noch mit dem linken Reifen auf der Strecke. So, angeblich kann ich hier so rüber und es klappt. Mitten Wo kannst rüber. Du rüber? Mitten durch, über die Löcher. Echt? Wie geht das? Im 150er dürfte das gehen, wenn man Funky mit einem Bowser-Bike hatte zumindest. Wie geht das? Erklär es mir. Ja, einfach rüberfahren. Überfahren? Da sind doch diese 2 großen Löcher, wo du eigentlich... Ja, ich verstehe schon, Oh, was denn hier mit dem blauen, goldenen Pilz? Ja, den hatte ich gerade auch. Der war eigentlich ganz... Was will ich hier damit? Da fahre ich nur runter. Ja, das fallen ja sowieso rum. Das sind die Leute gewöhnt. Ich konnte mich damit brüsten, dass ich im Spiegel kein einziges Mal runtergefallen bin. Nein! Oh, schon einmal im Leben nicht runterfallen. Ich bin ja schon am Start runtergefallen, von daher. Jetzt ist es auch egal. Und der nächste goldene Pilz. Ich bin schon wieder Zehnter. Ich bin Sechster, ist okay. So, jetzt werde ich wieder beweisen, dass man hier mitten drüber fahren kann. Oh Gott, nein! Hat nicht geklappt. Oh Gott, Leute, jetzt schreibt mich doch nicht an. Du musst ja auch, ne? Ja, die Aktivlautsprecher laufen noch im Hintergrund. Mach ich gleich aus. Alles egal. Macht nichts. Ist nicht ganz so wild. Viel schlimmer ist meine Fahrweise. Und dass man das sieht. Vielleicht hätten wir lieber dich aufnehmen lassen sollen, aber es geht leider nicht. Nein!
Oh mein Gott, ich bin hier rübergekommen! Ich bin hier rübergekommen! Ja, ich auch, und ich bin noch groß. War der, ja, war der von uns? Ja, war glaube ich sowieso, weil der vor mir ist auch. War ein Gegnerblitz. Aber ich habe den perfekt abgewehrt, oder? Nein, ich habe eine Wolke. Auf dem siebten Platz, schön die Wolke. Ja, ja. Wobei, das ist ein roter hinter mir. Aber den krieg ich trotzdem. Ich wäre ja irgendwie so total der Arsch und würde es einem Teammate verpassen. Dass ich das geht nicht. Verdammt. Und auch das hätte ich nicht hinbekommen. Also. Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Welchen Platz hast du aktuell? Also, ich bin jetzt schon ungefähr 6 Mal in einer Runde runtergefallen. Okay, also bist du Letzter, nehme ich mal an. Ich denke, wenn es nicht zufällig noch einen Elften gibt. Eigentlich sollte es 12 Leute geben. Ich glaube, es sind schon wieder... Nein, nicht runterfallen! Oh Gott! Sind schon wieder Leute geflogen? Ich glaube schon, hinter mir sehe ich mich keinen mehr auf der Karte. Also heute ist scheinbar kein guter Mario Kart-Tag. Es funktioniert ja gar nichts bei Nintendo. Ist wieder typisch. Was war das? Nicht runter! Ja, ich auch. Ja, als ich deinen Trick ausprobieren wollte, ne? Von wegen über die Löcher springen. Ja, du musst auch vorher die Kante da gut kriegen mit dem Kugelschreiben. Ich hatte einen goldenen Pilz. Ja, mit einem goldenen Pilz geht's auf jeden Fall. Ja, nämlich eine Kurve später runtergefahren. Das lag vielleicht am Kart. Ich kann's nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es mit Kart geht. Also ich bin da rübergekommen, aber dann ich war ganz auf der anderen Seite und kommt dann diese eine Kurve, weißt du? Ich bin ja noch gut im Mittelfeld, so. Das ist ja noch in Ordnung. Und wie steht's aktuell? 81, 58 und die haben einen Mitspieler verloren. Ja. An mir liegt es sicher, dass wir so gut sind. Ja, ich denke auch. Geht's ja in Waluigi Arena. Schön. Wie immer. Und ich fail mich nachher natürlich wieder am Ende rum. Wahrscheinlich. Wenigstens verliere ich hier keine Punkte. Übrigens saugen die bei mir gerade nebenan. Nur mal so. Nebenbei. Das höre ich die ganze Zeit, wie die dagegen kloppen. Ist das zufällig auch? Hört ihr das, Leute? Hört das ihr? Ne, ich weiß nicht. Also ich denke mal, deine Abonnenten werden es auch nicht hören. Gut. Ist ja auch das erste Mal, dass ich Mario Kart im neuen Haus aufnehme. Ganz anderes Feeling. Neuen Wohnung. Ja, meine ich ja. Ne? Ja, als ich nach dem Haus gefragt habe, sagtest du nein. Ja, ist ja auch. Aber nebenbei ich noch wohne aber in einem Haus, okay? Wieso hast du da eine Treppe? Es ist. Ja, das ist halt so eine Wohnung mit einer Treppe. Ja, zum Schlafzimmer hin. Ach so! Das nenne ich mal Apartment und keine Wohnung mehr. Apartment. Nee, nicht wirklich. Drecksloch nenne ich das. Ich lebe hier in einem Loch. Und wie viele Zimmer hast du denn, oder? 3. Ach so, 3 und er lebt in einem Loch. 3, Küche und Bad halt, ne? Ja, das ist... Naja, ich bin halt kein Freund von dieser Wohnung, ich weiß nicht. Fällt mir nicht so. Ich komm da noch nicht rein. Gott, was will ich denn mit dem goldenen Pilz jetzt? Oh Gott. Vor allen Dingen der Fail mit dem Internet, ne? Mir wurden 16.000 versprochen und ich habe 1.000 bekommen. Also, da geht die Freude schon ein bisschen flöten, muss man sagen. Ja, das ist wie mit der Erbschaft. Erbschaft? Man so, ja, der Staat sagt, du kriegst 16.000 und dann ziehen sie dir nochmal 10.000 Steuern. Ja, das stimmt. Das wäre aber auch noch okay für mich. Lieber schnelles Internet als 16.000 Euro. Ist manchmal mehr wert. Jetzt muss ich mal alle Let's Plays in 360p gucken. Jetzt guck mal 8 Stunden auf dem Fernseher Let's Plays in 360p. Dann weiß ich auch, was hart ist. Ich kenne das. Ich habe ja auch einen Fernseher stehen. Ja, und 360p musst du aber nicht gucken, nehme ich an. Doch, schaue ich. Weil unser Internet ist Mist hier. Ich sag ja 110 Mbit, 110 Kbit Upstream. Das glaube ich aber nicht. Du hast gesagt, du machst 600 MB in einer Stunde? 90 Minuten, ne? Ja, meistens. Guck mal, also ich brauche für 600 MB, brauche ich 3 Stunden. Knapp. Musste ich mit rechnen. Ja, du hast auch eine 1000er Leitung, nicht eine 16.000er wie ich. Ja, aber der Upstream ist da auch scheiße. In der 16.000er. Das ändert nicht viel. Du brauchst VDSL. Ja, ganz ehrlich. 5 Mbit Upstream. Wenn ich hier irgendwann ausziehe. So, ne? Geil. Ja, das habe ich auch gesagt. Wenn ich das nächste Mal umziehe, dann hole ich mir eine super mit super Leitung. Und wo bin ich jetzt? 1000er DSL. Ganz ehrlich, ich fahre erst in der Gegend rum und frage alle, was die für eine Leitung hier kriegen. Ja, das habe ich getan. Das habe ich getan. Die anderen haben uns überholt. Ist vorbei? Ist man nicht vorbei, oder? Nee, Rennen wird vorbereitet. Okay.
So Leute, Shy Guy Strand mal wieder, wie so oft und wie so schlecht und na gut, wir fahren. Ich verdiene diesen Stern irgendwie nicht. Nee, du verdienst den auch wirklich nicht. Ich hätte so einen Stern verdient. 3. Wie gesagt, ich setze mich da wirklich mal dran und dann mache ich das. Ich komme dich demnächst mal besuchen und setze mich eine Nacht dran und es ist durch. Ja, genau, dann zocken wir eine Nacht Mario Kart. Man kann den Einzelspieler ja auch zu zweit spielen. Ja, du versaust mir das. Das kann sein. Weil du bist doch schlechter als ich. Wie sagst du mich über... Ah, Gott! Weil du schlecht bist. Sieh es ein. Daraus verschwinde. Auch wenn er es nicht hört, er soll verschwinden. Ich muss im nächsten Cup mit Kart fahren. Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Dann gewinne ich. Aber ich früher immer. Immer! Bis ich dann gemerkt habe, boah, bei... Oh nein, 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 nein! Oh Gott. Ach, unser Team muss ja noch gewinnen, ne? Also mal jetzt ein bisschen reingehauen hier. Scheiße. Ich bin Achter. Besser als eben. Siebter? Ich bin vor dir. Ja, aber ich habe auch gewartet, weil ich ein gutes Item wollte und mein gutes Item sind 3 rote. Toll. Ach, und ich versuche dich zu treffen. Was ist? Danke für die, danke, dass du die Krabbe weg. Dieser Manuel. Das sieht so lustig aus. Das in diesem Kart. Das passt einfach überhaupt nicht. Funky Kong gehört auf so ein cooles Bowser-Bike. Ich bin 9. Ich bin 5. Oh Gott, und die Strecke ist so gut wie vorbei. Und wieso fährt Manuel mich an? Ja, Manuel, das ist ein Teamspiel! Ja, das verstehen hier viele nicht. Das verstehen, sag das mal laut. Das muss man mal laut sagen hier. Das verstehen viele nicht. Dass wir im Team spielen. Und ich habe noch einen Kugelwilli am Ende. Tschüss. Du kriegst mich aber nicht mehr, du weißt das, oder? Schon. Ja, das mach ich. Nein! Boah, ich bin 2. Und da kommt noch ein Blitz hinterher. Hey, ich bin 3. Boah, ich bin 2. Ich bin 2, wie geil. Aber du wurdest noch überholt, ne? Ja, der ist noch mit einem Pilz angerast gekommen. Hab ich auf der Karte gesehen. Aber ich hab ihn nochmal mit 3 Panzern abgeworfen. Ja, das war der Cup. Und wir haben bestimmt gewonnen. Hoffentlich. Weil wir jetzt so gut waren. Oh ja, ich hab's rausgerissen. Wir muss man ganz klar. Ich hab es. Ich bin 2. Im Team. Einen Punkt gewonnen. Ich bin 2. Oh, das war ja doch noch ganz schön eng. Ich hab jetzt gedacht, das wäre eindeutig. Okay, ja, Leute, wir haben mit 1 Punkt gewonnen. Und wir sehen uns gleich im Special Grand Prix.